Ja, guten Abend. Ich begrüße Sie herzlich in der Freien Akademie der Künste. Wir haben ein bisschen später angefangen, wie ich schon sagte, weil es Demonstrationen in der Stadt gibt, Demonstrationen von den Kurden und einige sich verspätet haben. Wir haben heute Abend die Eröffnung unserer Veranstaltungsreihe 1984, das Jahr, in dem die Zukunft begann. Und erlauben Sie mir bitte, dass ich ein paar wenige Worte dazu sage. Was ist aus dem, was damals anfing und was man damals nicht kapiert hat, eigentlich geworden? Es war übrigens auch exakt das Jahr, in dem das deutsche Privatfernsehen anfing. Und das war so ein Stichwort, das auch Frank Otto animiert hat, der übrigens bei den Vorbereitungsgesprächen auch dabei war, und dem wir herzlich danken, dass er uns da so ein bisschen auf die Spur gebracht hat. Ja, Frank Otto, die meisten von Ihnen kennen ihn. Er ist Unternehmer, und zwar Unternehmer, wenn man den Begriff vollkommen wörtlich nimmt. Als ich seine Biografie nachlas, war ich wirklich verblüfft über das, was er alles schon gemacht hat. Er hat angefangen mit dem Studium der bildenden Kunst an der Muthesius-Kunsthochschule in Kiel, hat aber dann Musik gemacht, war Musiker und Musikproduzent. Er war dann auch Medienunternehmer oder ist Medienunternehmer. Er hat das OK-Radio gegründet. Er war Mitbegründer des Fernsehsenders Viva, Herausgeber der Hamburger Morgenpost bis 2003. Und er hat, das sollte man nicht vergessen und das kann man auch auf seiner Homepage nachlesen, er ist wirklich auf rühmenswerte Weise ehrenamtliches Mitglied und Förderer in zahlreichen sozialen Engagements, zum Beispiel bei humanitären Institutionen wie Hamburg Leuchtfeuer und Viva Con Agua. Sie kennen vielleicht dieses Mineralwasser, das übrigens jetzt auch in der Zeitredaktion ausgegeben wird. Das ist auch ein Produkt dieser Reihe. Vorher haben wir Bismarck-Quelle getrunken und jetzt trinken wir auf fördernde Weise Viva Con Agua Mineralwasser. Das ist ein Projekt, dessen Ziel darin besteht, die dritte Welt mit sauberem Wasser zu versorgen. Und das ist natürlich ein gigantisches Unternehmen. Jetzt also kommt Frank Otto. Er wird seinen Vortrag, glaube ich, selber ankündigen. Ich sage ihm aber nochmal, der Titel heißt Trend oder Epoche, was Sie in der Vergangenheit schon immer über die Zukunft wissen wollten. Ich danke Frank Otto ausdrücklich, dass er sich hier so engagiert hat und freue mich auf seinen Vortrag. Dankeschön. Ja, wie Sie sehen, habe ich mir das Thema 84 so sehr zum Thema gemacht, dass es keine PowerPoint-Präsentation und auch keine Multimedia-Vorführung geben wird, sondern ich, wie es damals üblich war, einfach nur das gesprochene Wort hier anwenden werde. Und natürlich denkt man bei dem Jahr 1984 an den gleichnamigen Roman von George Orwell, der sein Buch 1948 fertiggestellt hat und einen Zahlendreher benutzt hat, weil er eigentlich zum Ausdruck bringen wollte, dass die Zukunft etwas mit der Gegenwart zu tun hat. Und das ist ihm ja auch auf beeindruckende Weise gelungen. Er hat für sein Staatengebilde, das er entworfen hat, sich auf die Vier Freiheiten-Rede von Franklin Roosevelt bezogen und danach seine Ministerien benannt. Und zwar wurde aus der Redefreiheit das Wahrheitsministerium, in dem auch sein Protagonist Winston Smith tätig ist und in dem Neusprech, so heißt das dort, die sprachliche Überarbeitung, natürlich auch inhaltliche Konsequenzen hat und die Faktenlage auf diese Art und Weise verändert wird. Aus der Religionsfreiheit wird das Ministerium für Liebe, die natürlich nur einem einzigen gilt, nämlich dem Big Brother, und eine Gedankenpolizei achtet darauf, dass die politisch korrekte Linie auch eingehalten wird. Aus der Freiheit von Not wird ein Überflussministerium und aus der Freiheit von Furcht wird ein kriegführendes Friedensministerium. Manche Dinge kommen einem ja bekannt vor. Die Rede von Roosevelt war wiederum auch von einem Science-Fiction-Autor inspiriert, und zwar von Herbert George Wells,
Den kennen wir durch die Zeitmaschine und vielleicht noch etwas bekannter Krieg der Welten. Das hat Orson Welles mal als Hörspiel veranstaltet in New York, führte das zu heftigen Irritationen, wenn man sich erinnert. Der hat aber auch Sachbücher geschrieben und eins, das vielleicht nicht so bekannt ist, aber damals eine riesige Debatte ausgelöst hat, war The Right of Man or What We Are Fighting For. Also es geht natürlich darum, dass Amerikaner in den Krieg eintreten wollen und fragen sich anständigerweise, warum eigentlich. Nach dem Krieg, Roosevelt hat das ja nicht mehr lange überlebt, hat das seine Frau Eleanor Roosevelt sehr beschäftigt und sie übernahm den Vorsitz der UN-Menschenrechtskommission und hat im Jahr 1948 die Menschenrechte zur Verabschiedung gebracht. Also was ich sagen will, der Roman von George Orwell und die Menschenrechtserklärung haben nicht nur das gleiche Erscheinungsdatum, sondern sie fußen eigentlich auch auf der gleichen Idee. Das eine als die helle und freundliche, ermutigende Sicht auf die Welt und das andere als die dunkle, zwanghafte und abschreckende Perspektive unserer zukünftigen Gesellschaften. Licht und Schatten unserer Tage. And now to something completely different, möchte ich sagen, um auf das Jahr 1984 selbst zu sprechen zu kommen, beziehungsweise erstmal auf einen Science-Fiction-Autor, nämlich Douglas Adams, der vorher bei den Monty Pythons mitgewirkt hat. Genregerecht hat er gerade in der Zeit den letzten Band seiner Trilogie Per Anhalter durch die Galaxis hier in Deutschland veröffentlicht, schrieb an dem vierten nicht so bekannten Band und am 29. April 1984 kam die gleichnamige sechsteilige BBC-Serie auf der ARD hier in Deutschland zur Erstausstrahlung. Ihnen sagt die Zahl 42 nichts, einigen sagt das was, das weiß ich, aber vielleicht nicht jedem, ist zufällig die Hälfte von 84, das ist natürlich Zufall. Sie ist das Ergebnis auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Geben Sie auf Ihrem Smartphone mal die Antwort auf alles ein und Sie werden sehen, da kommt 42. Und wer was anderes rausbekommt, der meldet sich bitte nachher bei mir. Was man jetzt hier in den Händen hält, unterscheidet sich nicht gerade wesentlich von dem Reiseführer Per Anhalter durch die Galaxis, außer einen vielleicht nicht ganz unwesentlichen Unterschied. Auf unseren Handys und Tablets steht nicht in schönen großen Buchstaben Don't Panic. Und ich glaube, das hat einen guten Grund. Aber nicht wegen seiner technischen Vorhersehung spreche ich ihn an. Und auch nicht, weil vielleicht die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens in einem anderen, in einer Dimension liegt und wenn man die erreicht, dann wird man vielleicht die Frage schon vergessen haben. Nein, ich spreche es aus einem Grund an, weil damals die absolute Bedeutungslosigkeit unserer Existenz im Mainstream, im Unterhaltungsmainstream angekommen ist. Und wie wir wissen, war das so erfolgreich, dass Disney dann später diese Story nochmal verfilmt hat. Ob die Erde nun einer Hyperraumumgehungsstraße zu weichen hat oder ob wir sie selber zugrunde richten, das Universum wird das herzlich wenig kratzen. Der in China sprichwörtlich umfallende Reissack gleicht einem Erdbeben dagegen. Aus der Bewusstmachung solch grundlegender Erkenntnisse führt das natürlich auch in unserem Alltag zu einer anderen Wahrnehmung. Hier in der Freien Akademie der Künste konzentriere ich mich natürlich erst einmal auf die Kunst, die als Ausdruck ihrer Zeit uns reflektiert, beobachtet, spiegelt, mal gefällt und mal nicht so gefällt. Und die 80er Jahre Band Level 42, nämlich nach genau dieser 42 benannt, inspiriert mich dazu, mit der ältesten Kulturtechnik des Menschen anzufangen. Für die über 42-Jährigen ist Musik eigentlich auch ein ganz schönes Ereignis, weil es so ein kollektives Gedächtnis wachruft. Also ich zähle jetzt ein paar Dinge auf, die wir in diesem Jahr erlebt haben. Da sind zum Beispiel die Münsteraner Alphaville, ganz big in Japan. Die Briten, Frankie Goes to Hollywood, gleich mit zwei großen Hits, Relax and Two Tribes.
Depeche Mode mit People Are People, Talk Talk, Such a Shame, Duran Duran mit Wild Boys und Eurythmics mit eben diesem 1984. George Michael kam mit Careless Whisper und dann mit seinem Duo Wham natürlich Wake Me Up Before You Go Go. Queen besang Radio Gaga, das kann ich mir als Radiomacher nicht verkneifen. Und Limahl verdankte seinen Erfolg The Neverending Story, natürlich den Film von Wolfgang Petersen, die unendliche Geschichte, den bis heute erfolgreichsten deutschen Film in den USA. Von dort durchbrachen zwei farbige amerikanische Superstars den Pophimmel. Keine Party, auf der nicht einmal am Abend wenigstens Purple Rain von Prince erklang, wofür er 7 Grammys bekommen sollte. Und das bis heute unübertroffen, damals mit 8 Grammys ausgezeichnete und meistverkaufte Album der Welt, Thriller von Michael Jackson. Für ihn war 1984 ein ganz besonderes Schicksaljahr, weil er sich gleich zu Beginn des Jahres bei dem Pepsi-Dreh diese Verbrennung zugezogen hat, die zu der Medikamentierung geführt haben, die am Ende seinen frühen Tod bedeuteten. Behalten Sie den Klang mal im Ohr, denn um Ihnen zu verdeutlichen, welche Wendungen diese Superlative markieren, muss ich etwas Vorgeschichte in Erinnerung rufen, um Ihnen den Wendepunkt dieses Jahres zu verdeutlichen. Erscheinen des Orwellschen Romans betätigte sich der amerikanische Musikjournalist und spätere Produzent Jerry Wexler im sogenannten Neusprech, also sich durchaus der Wirkung von Worten bewusst, und veränderte im Billboard-Magazin das Wort, was nicht nur dort Anwendung fand, und erklärte die Race-Musik zu Rhythm and Blues, heute auch gerne R&B abgekürzt. Zur gleichen Zeit begannen Jerry Leiber und Mike Stoller, beide zu den Komponisten mit den meisten Urheberrechten zählend auf der Welt, diese Musik weiterzuentwickeln hin zum Rock'n'Roll. Die elektrische Gitarre reifte heran, ging in Serien fertig und einer ihrer Interpreten brachte die Eltern- und Lehrerverbände gegen sich auf, schockierte mit abweichenden Moralvorstellungen, Rassenvermischung, Gottlosigkeit, das bürgerliche Amerika. Die Zensurversuche machten ihn nur noch erfolgreicher. Der Film Jailhouse Rock wurde 1904 erst als kulturell, historisch und ästhetisch besonders wertvoll eingestuft. Und der enthielt den gleichnamigen Song von Leiber Stoller, eine Tanzszene, die als die Urform des Musikvideos angesehen wird. Der Bürgerschreck absolvierte dann seinen Militärdienst und davon 2 Jahre als GI hier in Deutschland. Und das hat uns dann auch so ein bisschen Feenstaub hierüber gebracht. Und das hat natürlich auch seine Gegner milde gestimmt, was ihn natürlich noch erfolgreicher gemacht hat. Zur gleichen Zeit machten sich so ein paar Liverpooler Jungs auf den Weg nach Hamburg. Da waren sie auch nicht die Einzigen, aber warum gerade hierher? Da hole ich auch noch mal ein bisschen aus so meiner Radiogeschichte. Nämlich 1941 lud der Geschäftsführer eines Mittelwellensenders in Nebraska, Todd Storz, seinen Programmdirektor Bill Steer zu einem kreativen Gespräch in ein Lokal. Und es wurde, wie das bei kreativen Gesprächen so ist, auch etwas später. Und es begannen die Gäste, das Lokal zu verlassen. Und am Ende waren so gut wie keine Gäste mehr da. Und dann beobachteten die beiden, wie die Kellner ihr Trinkgeld, das sie den Abend über zugesteckt bekommen hatten, nacheinander in die Musicbox warfen und die immer gleichen Songs, die sie den ganzen Abend schon gehört hatten, immer wieder drückten. So ist die limitierte Playlist entstanden und das erste Radioformat Top 40 genannt. Und das ist jetzt nicht nur bedeutungsvoll für das amerikanische Radio, sondern das hat auch einen Hintergrund in der Gastronomie gehabt. Das heißt, es wurden damals überall auf der Welt Bands gebucht, Coverbands, und es wurde genau das abverlangt, spielt die Top 40.
ich war gerade während der Fußball-WM in England und musste erleben nach dem Spiel, das in die Verlängerung ging und dann noch Elfmeterschießen, dass also es war noch bei weitem nicht zu Ende, gerufen wurde Last Order und das Saallicht ging an und die unbesetzten Stühle wurden hochgestellt. Also im Mutterland des Fußballs wird in so einer Weltstadt wie London die Polizeistunde eingehalten. Ich war etwas überrascht, muss ich sagen, aber das ist auch so ein weiterer Grund, warum Hamburg so attraktiv gewesen ist. Denn hier kam es auf was ganz anderes an. Zu der Zeit waren hier noch die Stückgutfrachter mit reichlich Personal unterwegs und die suchten die ganze Nacht nach Entertainment. Und so hatten die Hamburger Gastronomen eine andere Vorstellung und verlangten nicht nach Top 40, sondern verlangten von den Bands, dass sie 3 bis 4 Mal pro Nacht ein Konzert geben. Und das war ein internationales Publikum. Die Top 40, die damals deutscher Schlager gewesen wären, hätte da sowieso keinen erreicht. Also es hätte auch gar keiner verstanden von diesen Seeleuten. Und hinzu kommt, es gab noch keine Mischpulte, sowas wie da, bei den Konzerten. Und die inzwischen lauten Gitarren und das laute Schlagzeug musste also irgendwie in den Griff bekommen werden. Und das hat diesen typischen mehrstimmigen Gesang der Beatles inspiriert. Mit der Erfindung der Container verlagerte sich natürlich das Ganze. Der Maler, darf man mal sagen, Horst Dietrich, eröffnete in Altona die Fabrik und andere Leute zogen es dann vor, nach Eppendorf ins Onkel Pö zu gehen. Dort holte Udo Lindenberg die deutsche Rockmusik aus seinem Nischendasein und international veränderten die gerade erfundenen neuen Synthesizer den Sound. Diese Entwicklung erreichte mit dem ersten digitalen Synthesizer, der in der Lage war, das Klangbild eines Pianos oder eines Flügels nahezu originaltreu wiederzugeben, einen Höhepunkt. Und Sie können sich wahrscheinlich vorstellen, in welchem Jahr das war. Das war ganz genau 1984 und das Gerät hieß Kurzweil K250. Und ich muss das eigentlich anders aussprechen, weil der Erfinder Ray Kurzweil Amerikaner ist und anderen vielleicht als Autor zahlreicher Bücher bekannt ist und als Futurist bekannt ist. Heute ist Ray Kurzweil Leiter der technischen Entwicklung von Google. Synthesizer waren das soundspezifische Merkmal Ende der 70er, noch auch sehr unkommerziellen Punk- und New-Wave-Bewegung, von der die neue deutsche Welle inspiriert war. Als sich in der Debatte um die Radioquote, also der Anteil der deutschen Musik am Radio, mit Claudio Roth sie mal fragte, was soll ich denn machen mit dem Uldi-Sender, damals hieß Uldi noch Uldi, hat sie spontan Abwärts genannt, was mich natürlich sehr freut, dass sie als erstes eine Hamburger Band einfällt. Aber den Uldi-Begriff fand ich da ein bisschen weit ausgelegt. Die NDW-Phase war nämlich reichlich kurz. Interessanterweise auch davon gekennzeichnet, dass beispielsweise die Berliner Band Foyer des Art Wissenswertes über Erlangen verbreitete, Fräulein Menke Hohe Berge besang, die deutsch-amerikanische Freundschaft in Wuppertal begründet wurde und dort den Mussolini tanzen ließ, wie unser Joachim Witt als goldener Reiter die Klinik an der Umgehungsstraße aufgesucht hat, extra breit von der Weltstadt Hagen aus auf Tour ging, Geier Sturzflug aus Bochum Gerüchten nach Helmut Kohl glauben ließ, der Steigerung des Bruttosozialprodukts sei ihm gewidmet. Und ein Trio druckte seine Absenderschrift gleich aufs Plattencover, Großen Kneten. Und die englische Version von Da 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 wurde in 30 Ländern veröffentlicht, passend zum letzten großen Hit dieser Band, Turaluralu. Ich mach Bubu, was machst du? Schlief die neue deutsche Welle wieder ein und machte im Jahr 1984 Platz für einen neuen Superstar aus Bochum. Herbert Grönemeyer besang Männer in die Charts. Natürlich erzähle ich Ihnen diese Historie nicht nur, weil ich mit Musik vertraut bin und auch nicht, weil sich alle meine Darstellungen so schön mit Fakten belegen lassen. Ich erzähle diese Historie, weil ich eine Kindheit im Unverständnis verbracht habe und das galt es aufzuarbeiten.
macht die Negermusik aus? Mahnten mich die Erwachsenen beim Hören der Beatles. Wie sollte ich das anhand der Witzköpfe als Kind verstehen? Mit 10 Jahren kam ich auf einem Internat, wo das Hören jeglicher Musik sogar verboten war, außer im Musikunterricht, den ich bei einem Lehrer hatte, der nach meiner Zeit wegen seiner nationalsozialistischen Gesinnung aus dem Schuldienst entfernt wurde. Es war die Rebellion, die mich magisch anzog, ohne zu wissen, dass ein weißer Journalist die Musik der Farbigen dem Rassismus entrissen hat. Ohne zu wissen, dass weiße Songwriter die Roots farbiger Sklaven weiterentwickelt haben. Und mit all meiner Naivität glaubte ich an die permanente Revolution und das ständige Aufbegehren der Musik. Ob Psychedelic, Heavy Metal, Rap oder Punk, nichts war mir mehr fremd, als ich mein eigenes extrovertierte Seite entdeckte und zu den Trommeln griff. 1984 schrieben die Journalisten über Michael Jackson, dass mit ihm ein farbiger Musiker wohl seine Haut hat bleichen lassen und sich Operationen unterziehen würde, um seine farbige Herkunft abzuschütteln. Und über Prince schrieb die Presse, dass er aufgrund seiner Herkunft so stark von weißer Rockmusik geprägt sei, dass er nun auch in der Lage sei, diese weiße Musik vor einem farbigen Publikum zu vertreten. Wie wir wissen, hat es noch ein Weilchen gedauert bis zu einem farbigen Präsident in den USA, aber die Erklärungsversuche des absoluten Mainstreams, da war was dran. Die ehemaligen Fronten waren scheinbar verwirrt und alle hörten, was politisch korrekt und noch nie dagewesener Mainstream war. Dazu gehörte dann auch die kommerziell erfolgreichste Sängerin der Welt, die 1984 ihren internationalen Durchbruch mit Like a Virgin feiern konnte, Madonna. Wer die Musikbranche ein wenig kennt, weiß, dass diese 48 Jahre Künstler auf alle Zeiten Rekordhalter bleiben werden. Und einen nenne ich noch gewagt dazu, obwohl er nicht in absoluten Zahlen ein Superlativ ist. Den Workaholic, den Antistar Phil Collins. Nach erneuter Arbeit mit Genesis war er 1984 gerade mit Philip Bailey am Produzieren, wofür noch eine Nummer mit Potenzial gesucht wurde. Die hieß dann Easy Lover. Und 1985 kam auch der Rolling Stone nicht mehr umhin, Phil Collins zum Weltstar zu erklären. Ich habe ihn genannt, weil in meinen subjektiven Ohren 1984 und in den Folgejahren es kein Radioprogramm gab, an dem nicht Phil Collins rauf und runter genudelt wurde. Nach der Massenhypnose Mainstream blieb die Musikgeschichte nicht stehen. Aber weder Kurt Cobain beförderte Grunge in diese Position, noch konnte der Hamburger Alex Christensen trotz Nummer 1 Platz in den Charts mit Das Boot den Techno nicht in die Mitte der Gesellschaft drücken. Eminem verhalf den Hip-Hop zur Geltung, aber ohne, dass das heute Mainstream wäre. Und ich wage die Behauptung, dass es Mainstream, wie wir ihn damals erlebt haben, auch nie wieder geben wird. Die Musikgeschmäcker differenzieren sich aus und die Sehnsucht nach Gleichschaltung ist gestillt. Alles existiert nebeneinander, toleriert, sogar die neue Deutsche Welle wird wieder angeknüpft, wenn man sich die Bands der neuen Hamburger Schule anhört. Mit dem 1984 gegründeten Band-Aid-Projekt von Bob Geldof und Medjur, mit dem Hit Do They Know It's Christmas, verlasse ich die Musik und komme mal für die vielen visuellen Menschen hier auf einen Musikbegleiter, die Mode. Die 50er waren bestimmt vom Petticoat oder von diesen Bleistiftröcken, in dem man die Hüfte so schön schwingen konnte, und manche mutige Dame traute sich dann auch Capri-Hosen anzuziehen. Die Männer waren mit Lederjacke, Elvis-Tolle und Koteletten perfekt gestylt. Psychedelische Farbkombinationen prägten die 60er Jahre, in denen Hosen für Frauen Normalität wurden, dafür den Minirock, den Trendsetterin die Möglichkeit zum Provozieren gab. Die Herren trugen Rollkragenpullover und Jeans und lange Haare und Gammellook waren für beiderlei Geschlecht Ende des Jahrzehnts en vogue. Mit den Hot Pants gelang es in den 70ern erneut zu schockieren, was durch eine verspiegelte sogenannte Pornobrille am allerbesten zu beobachten war und dazu auch noch cool rüberkam. In der Kombination mit einem Maxi-Mantel und farbigen Strumpfhosen war das ein sehr begehrter Nuttenlook. Ansonsten war Geschlechtertrennung eher out in der Zeit von Flower Power und des bunten Hippie-Looks
Trompetenärmel zu Schlaghosen oder hauteigenen Jeans und auf jeden Fall auf Plateauschuhen. Zum Parker mit aufgemalten entmilitarisierenden Peace-Zeichen trug man Stiefel, entsprechende Modefarbe war Khaki. Über den Batik-T-Shirts, Fransenjacke oder Lammfellmantel und manche Damen bevorzugten indische Kleider und färbten sich die Haare mit Henna rot. Die Haare der Punks waren grün, orange, selten stylisch türkis, aber die Sicherheitsnadel durch die Nase oder Backe musste sein, vielleicht noch gekrönt durch eine Ratte, die auf der Schulter getragen wurde. Ganz unsexy dagegen dann die 80er. Schulterpolster sollten ja schlank machen. Dazu Fuhila tragende Männer mit schmalen Lederkrawatten und Buntfaltenhosen. Alternativ gab es dazu bunt gemusterte weite Pullover und ganz kreativ wurde das Netzhemd über dem Pullover getragen. Allerdings nicht von denjenigen, die im Polohemd und Tennissocken unterwegs waren. Die Damen liebten Schlabberpullis und trugen Leggings. Erinnert ihr euch noch an das Kinderherzen da oben, so ein Äffchen aus Japan, den Monchishi? Es blieb uns nichts erspart. Im Jahr 1984 gab es dann aber doch noch einen sehr viel diskutierten Skandal um die Mode, obwohl die Garderobe, wenn sie heute einer anhatten, vielleicht hat sie so gar jemand an, niemanden aufregen würde. United Colors of Benetton startete die Werbekampagne mit den provozierenden Botschaften des Fotografen Oliviero Toscani, der damit auf gesellschaftliche Missstände hinweisen wollte. Seitdem auch hier friedliche Koexistenz und Wiederholung der Stile, außer Nipplegate fällt mir kein wirklicher modischer Skandal so recht ein. Einzig in den letzten Tagen ist mir so aufgefallen, dass ein modisches Accessoire immer mehr Verbreitung findet. Nämlich viele junge Leute tragen heute einen Kopfhörer um den Hals. Vielleicht soll das ausdrücken, dass Musik immer noch Teil der Jugendkultur ist. So, meine Ausführungen beziehen sich ja auf ein Jahr, in dem die letzte Szene von Zurück in die Zukunft gedreht wurde, was ich mir auch schon mal überlegt hatte, ob das vielleicht der Titel sein könnte für meine Darlegung. Ich möchte kurz wenigstens an die dort benutzte Zeitmaschine erinnern, den DeLorean DMC-12, dieses pfeilförmige Auto. Windschnittig und eckig waren die Autos damals in der Zeit. Und Generation Golf titelte ein Buch über genau das Konsumverhalten der 80er-Jahre-Jugend und ihr Markenbewusstsein. Wenn man sich die Silhouette eines Golfs mal vorstellt, also sozusagen im Profil, und ziehen Sie ihn in die Länge, dann ist das ungefähr das, wie der Ferrari damals aussieht. Und wenn man sich die gleiche Form etwas zusammenstaucht, dann kommt ein Van dabei heraus und das war die automobile Innovation der 80er Jahre vom Chrysler Voyager bis zum Mitsubishi. Der Sicherheitsgurt wird 1984 Pflicht und die Bundesregierung beschließt im September aufgrund scheinbar wissenschaftlicher Erkenntnis die Einführung des Katalysator. Ja, unter Sicherheitsaspekten sehen unsere Autos eigentlich immer noch so aus, nur ist das Eckige dem Runden gewichen. Sonst hat sich da gar nicht so viel verändert mehr. Und die Autos sind heute, glaube ich, etwas für Nostalgiker geworden. Ich habe ja mein Büro da direkt über dem Prototype. Da erlebe ich diese Begeisterung für Autos noch. In meiner Erinnerung habe ich, glaube ich, 1984 das letzte Mal einen Nachbarn am Samstag sein Auto waschen sehen. Nun kann ich ja nicht hier vor der Freien Akademie der Kunst sprechen, ohne auf die Kunst selbst zu sprechen zu kommen. Zumal ich genau in der Zeit damals Kunst studiert habe und präzise 1984 damit aufgehört habe. Keine Bange, Kunsthistoriker werde ich jetzt nicht sein, nicht über Andy Warhols Beziehung zur Musik sprechen oder zur Pop-Art. Da werde ich nur einen Umstand ansprechen, weil er mir zu unbekannt ist, nämlich damals das Fassadengemälde
von Werner Nöfer im Unspan war in seinem Entstehungsjahr 1968 das größte Pop-Art-Gemälde der Welt. Was ja in einer Stadt, deren Kunsthalle von der Handelskammer errichtet worden ist, nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit ist. Ja, ich war in der Meisterklasse, wie man das so schon nennt, von Harald Duwe in der Muthesius-Kunsthochschule, wie das vorhin ja schon angesprochen war. Und wie es meine Art so war, zog ich, nachdem ein Student ein surrealistisches Bild gemalt hatte, solidarisch mit meiner Staffelei aus der Klasse aus und malte auf dem Flur. Als seine Klasse aber in eine Ausstellung von Arnulf Reiner geführt wurde, wo wir uns ausschließlich sein Geläster über solche Kunst anhören sollten, platzte mir der Kragen und ich belegte ohne Immatrikulation Kurse an der HFBK und wie ich kürzlich erfuhr, werde ich seitdem dort als Alumni geführt, was mich natürlich sehr gefreut hat. So, hier steppte der Bär natürlich völlig andersrum. Gegenständliche Malerei wurde als Fotojournalismus verpönt und es gab Veranstaltungen, auf denen Dozenten und Studenten auf den Tischen tobten und sich gegenseitig anschrien. Der Kunststreit, abstrakt und gegenständlich, hatte Tradition seit Jahrhundertbeginn eigentlich, aber er war wieder quick lebendig. Gegenständlich hieß politisch, sozialistisch, nicht frei. Ein echter Glaubenskrieg. Dem einen Spießergrat in Dronn konnte ich nicht mehr sagen, das andere Lager wechseln. Vergleichbar mit der neuen deutschen Welle in der Musik gab es aber auch zu der Zeit Maler eines erzählfreudigen, unbekümmerten Neo-Expressionismus mit lauter Selbstbekenntnissen und auf die hoffte ich. Das waren die neuen Wilden. Die Zeitgeistausstellung im Berliner Gropiusbau hatte mich gepackt. Aber schon die Ausstellung von September bis Dezember 1984 von hier aus, 2 Monate Neue Kunst in Düsseldorf, ist heute im Rückblick die wohl bedeutendste Rückschau innerhalb Deutschlands auf die Kunst der 80er Jahre. Mit anderen Worten, der Zeitgeist der 80er war im Orwellschen Neusprech-Superlativ doppelt plus ultra kurz. Harald Duwe verunglückte am 15. Juni 1984 tödlich bei einem Verkehrsunfall und bei der Trauerfeier erfuhr ich, dass ich eigentlich sein Protégé gewesen sei. Aus späterer Einsicht habe ich ihm deswegen auch inzwischen mal einen Wikipedia-Artikel gewidmet. Aber 1984 hieß erstmal in der von Jörg Immendorf neu eröffneten Kneipe La Paloma am Hans-Albers-Platz unter den Bildern von Beuys, Penck, Lüppertz, Baselitz und Schnabel zu feiern. Wie eine Versöhnung wirkte 1984 die Gründung des Ludwig-Instituts für DDR-Kunst in Oldenburg und tatsächlich ist es sehr still um diesen Kunststreit geworden. Auch das Schauspielhaus kehrte wieder in sein Stammhaus zurück und die Stadt ging auf die Forderung der freien Theatergruppen ein und versprach, die Hallen so lange vor dem Abriss zu bewahren, solange die Vorstellungen vom Publikum angenommen werden. Heute gehört Kampnagel zu den größten Off-Locations in der darstellenden Kunst im europäischen Theaterbetrieb. Richtig rund, war auch schon angesprochen, ging es in den Medien. Zeitalter der 3 öffentlich-rechtlichen Programme ging zu Ende. Am 1. Januar 1984 startete Sat.1 mit einem rotierenden Ball als Logo sein Programm. Heute würden wir diesen rotierenden Ball für einen Computersturz halten. Also deswegen haben die ihr Logo auch verändert. Das ist also nicht mehr das Gleiche. Tags darauf sendeten noch aus Luxemburg das Programm mit Hans Meiser und Gerd Müller-Gerbes. Die Namen kennt man vielleicht noch unter dem Programmdirektor Helmut Thoma. Das Programm RTL Plus, was dann eine Erfolgsgeschichte erstmal mit Titten und Tennis werden sollte. Der duale Rundfunk war geboren und als erste öffentlich-rechtliche Reaktion wird die ARD in erstes deutsches Fernsehen umbenannt und erhält eine 1 als Logo. Noch ganz analog mit der Lösung des Zauberwürfels beschäftigt, konnten wir zwar schon im Jahr 1983 einen Commodore C64 erwerben, aber er wurde eigentlich preislich erst erschwinglich im Weihnachtsgeschäft. Vorher war das eine sehr sauteure Angelegenheit.
Und am 24. Januar 1984 wurde von Steve Jobs der allererste Macintosh 128K vorgestellt. Die erste in Deutschland empfangene E-Mail ist auf den 2. August dieses Jahres datiert. Im ganzen Jahr wurde das sogenannte C-Netz aufgebaut und offiziell 1985 eingeführt. Ein noch analoges Mobilfunknetz für eigentlich Diebesgut, muss man sagen, weil es gab damals erstmal nur diese Autotelefone und die wurden natürlich ständig geklaut. 85 gab es dann aber auch schon so Portables, das waren so große Kisten mit so einem Haltegriff, einer ganz langen Antenne und einem Telefonhörer zum Abheben. Das waren dann unsere ersten Mobiltelefone. Gut, aufgrund dieser Innovation werden die ab 84, also in 84 und später Geborenen, heute die Digital Natives genannt. Eine diesbezügliche Vorhersehung hatte der kanadische Kommunikationstheoretiker Marshall McLuhan, der schon 1962 mit der Prägung des Begriffs The Global Village. Und schon 2 Jahre später schrieb er in Understanding Media den sehr berühmt gewordenen Satz The medium is the message. Und als er 1967 das gleichnamige Buch dazu veröffentlichen wollte, machte der Schriftsetzer einen Fehler und titelte The medium is the massage. McLuhan bestand darauf, lass es so, es ist großartig und genau richtig. Es wurde sein bestverkauftes Werk, muss man sagen, und mit der Verballhornung seiner eigenen These deutete er in die Richtung, in die die Reise ging. Viele hielten ihn damals für einen Freak, aber in diesem Buch schrieb er schon damals, zu viele Leute wissen zu viel übereinander. Unsere neue Umgebung erzwingt Einsatz und Partizipation. Unumkehrbar sind wir in sie involviert worden und füreinander verantwortlich. Also ausgerechnet 84 begannen diese drei Innovationen, Personal Computer, Mobiltelefon und Internet, in unser Leben zu treten. Heute haben wir das alles in einem Gerät in der Hand und erkennen, dass das Industriezeitalter eigentlich schon vorbei ist und wir das Technologiezeitalter betreten haben. Und zwar haben wir es wie eine wohltuende Massage eintreten lassen. Erstaunlich, dass das ein angeblicher Freak uns schon vor den Studentenunruhen erklärt hat. Nun wissen wir heute, dass gerade das Internet für die Wissenschaft auch extreme Fortschritte gebracht hat. Das war natürlich 1984 noch nicht so ausgereift. Und so wurde in Frankreich der LIV und in den USA der HTLV-3-Virus entdeckt, die erst später als ein und dieselbe Entdeckung erkannt wurden und dann künftig HIV genannt wurden. Darüber, ob die Krankheit AIDS das Konzept der freien Liebe aus den 70er Jahren ein Ende bereitet hat, möchte ich nicht spekulieren. Es ist blöd genug für diejenigen, deren Sexualität sich in diesem veränderten Bewusstsein entwickeln musste und manchmal in einigen Kreisen als Strafe Gottes genannt worden ist und auch zu einer sehr offenen Homophobie damals geführt hat. Vermutlich hat es deswegen auch so lange gedauert, bis der Paragraph 175 erst 1994 abgeschafft worden ist und die Gleichstellung in der Paargemeinschaft ist, glaube ich, erst 2 Jahre alt. Ne? Also war auch ein langer Weg. Die erkannte Bedeutungslosigkeit unserer Existenz förderte aber auch das Nachdenken über unser Verhalten auf unserem Planeten. Das Waldsterben hatte damals 1/3 des Waldes erfasst. 1984 erlebte Hamburg den Dioxinskandal, in dessen Folge Böhringer schließen musste. Und die Bhopal-Katastrophe in Indien ist bis heute das schlimmste Chemieunglück der Geschichte. Und in diesem Umfeld hatte das natürlich auch politische Konsequenzen. 1983 zogen die Grünen in den Bundestag ein, 1985 die erste Koalition, damals noch mit dem Turnschuhminister Joschka Fischer in Hessen. Die Parteiprogramme der anderen Parteien wurden entsprechend nachgebessert und die neue bundespolitische Ära unter Helmut Kohl, was er damals nicht ahnen konnte, ging bis fast zur Jahrtausendwende.
Nach so vielen Wendungen, die sich auf das Orwell-Jahr datieren lassen, muss ich auch einmal anmerken, was in diesem Jahr nicht geschah. Seit Beginn der 80er Jahre rumorte es und beschäftigte die Gerichte, bis schließlich am 15. Dezember 1983 das informelle Selbstbestimmungsrecht im Volkszählungsurteil vom Bundesverfassungsgericht erklärt wurde und der dadurch notwendigerweise neu gestaltete Fragebogen der letzten deutschen Volkszählung erst 1987 wieder vorgelegt werden konnte. Aufgrund der Proteste gegen den Überwachungsstaat und der fehlenden Akzeptanz gab es keine Volkszählung mehr, bis es eine 2011 auf Europaebene gab. Auch im Hinblick auf derzeitige Konflikte lohnt sich der Blick in dieses Wendejahr und diese Zeit. Nachdem im Herbst 83 über einer russischen Militärbasis die Passagiermaschine Korean Airlines 007 abgeschossen worden war, die unglücklicherweise die Route eines amerikanischen Spionageflugzeugs kreuzte, lagen die Nerven auf beiden Seiten blank. Es folgte der Fehlalarm eines amerikanischen Angriffs auf die Sowjetunion, der gerade noch in letzter Sekunde als solcher erkannt werden konnte, weil zufällig der Entwickler Dienst hatte und sich das später als Sonnenreflexion herausgestellt hatte. Am 22. Oktober demonstrierten 1,3 Millionen Menschen in Deutschland gegen die Nachrüstung und den NATO-Doppelbeschluss. Tags drauf wurde aufgrund eines Anschlags in Beirut wurden weltweit alle amerikanischen Basen in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Wegen eines Flughafenbaus, der von den Sowjets hätte vielleicht genutzt werden können, ordnete Reagan zwei Tage später den völkerrechtswidrigen Angriff und die Invasion auf Grenada an. Das daran anschließende europaweite NATO-Manöver eines Atomkrieges, Abel Archer, unter Einbeziehung aller verfügbaren Truppen, aber wirklich aller verfügbaren Truppen, versetzte die Warschauer Paktstaaten in große Panik. Und auch der Westen konnte beobachten, wie eine nach der anderen russischen Station und nicht nur den russischen, sondern ganz viele Staaten des Warschauer Pakts die Mobilmachung im Gange war. Die im vergangenen Jahr freigegebenen Dokumente werden heute so interpretiert, dass zu diesem Zeitpunkt die Wahrscheinlichkeit eines Atomkrieges um ein Vielfaches größer war als zu Zeiten der Kuba-Krise. Die weiterhin betriebene Stationierung der Pershing-2-Raketen, das von Reagan weiter intensivierte Star-Wars-Programm und dann noch seine scherzhafte Kriegserklärung bei einer Tonprobe brachte die russischen Militärs immer wieder in höchste Alarmbereitschaft, auch in 84. Und deren Operation Rhein lief erst mit dem Tod des KGB-Vorsitzenden Juri Andropow und des Verteidigungsministers und Marschalls Dmitri Ustinow am Jahresende von 1984 aus. Und so richtig konnte die Nervosität erst 1985 von dem dann neuen Präsidenten Gorbatschow wieder beruhigt werden, was ihm später auch dann nochmal einen KGB-Putsch bescherte. Ja, dass 84 DDR-Flüchtlinge mit ihrem Hungerstreik in der Prater Botschaft ein Vorzeichen für noch größere Ereignisse werden sollten, konnten wir damals noch nicht ahnen. Und vermutlich bin ich nicht der Einzige hier, der durch das Auftreten der IS-Truppen hier überhaupt von den Jesiden erfahren hat. Deren verehrter, stolzer Engel Pfau soll ihrem Glauben nach von Gott in die Hölle geschickt worden sein, wo er über Jahrtausende so viele Tränen vergossen hat und bitter bereute, dass das Höllenfeuer erloschen ist. Und das ist der Grund, warum die Muslime und diese speziellen Muslime die Jesiden der Teufelsanbeterei bezichtigen. Anders lagen die Dinge 1984 im Krieg zwischen dem Iran und dem Irak. Alleine die iranische Frühjahrsoffensive unter der Führung von Al-Shamini, dem heutigen Staatsoberhaupt, forderte 30.000 getötete Menschen, darunter tausende Kindermärtyrer. Mit einem der 500.000 aus Taiwan gelieferten Plastikschüsseln um den Hals
zum Aufschließen des Paradieses. Als Minenräuber, und jetzt zitiere ich aus einer Zeitung aus 1984 über die damalige Innovation, hüllen sich die Kinder vor dem Betreten der Minenfelder in Decken ein und rollen auf dem Boden, damit ihre Körperteile nach der Detonation der Minen nicht auseinanderfallen. Zitat Ende. Die Eltern sollen dafür Prämien erhalten haben und eine besondere Anteilnahme unserer Gesellschaft damals kann ich nicht so recht entsinnen. Dafür aber die Motive, die damals zu der Gründung des bereits erwähnten Band-Aid-Projekts geführt haben. 1984 sterben nur in Äthiopien jeden Monat 20.000 unterernährte Kinder. Und in den Staaten, die daran angrenzen, in der Sahelzone, verhungern bis einschließlich 1985 schätzungsweise 2 bis 3 Millionen Menschen. Über den Libanonkrieg, die Operation Moses, also Evakuierung 7000 jüdischer Flüchtlinge aus dem Sudan, den israelischen Überfall auf 2 Flüchtlingslager, die PKK-Offensive im Konflikt mit der Türkei oder gar den Hungerstreik der 34 RAF-Inhaftierten gehe ich jetzt nicht weiter ein, weil ich glaube, wenn man nur schon mal die Orte, die lokalisierten Orte miteinander vergleicht, dann fällt etwas auf. Der menschliche Wahnsinn ist nicht abgeschafft, aber er fällt nicht mehr ganz so doll aus, wie es damals der Fall war. Von einem Blick in noch weitere zurückliegende Vergangenheit will ich gar nicht sprechen. Also ich glaube, dass man auf der langen Strecke sehr gut erkennen kann, dass wir da nicht so 100% auf dem falschen Weg sind. Aber dennoch ist es bis heute nicht gelungen, dass alle Menschen den Schutz der Menschenrechte in Anspruch nehmen können, ein Leben und Freiheit auf Unversehrtheit und Gleichheit und auf Informations- und Religionsfreiheit und das viele mehr, was da geregelt ist, für sich leben dürfen. In einer Welt, in der heute täglich ein Datentransfer von mehr als dem 2500-fachen aller jemals geschriebenen Bücher täglich durchs Internet stattfindet, ist das von Frank Muller beschriebene globale Dorf jetzt tatsächlich Wirklichkeit geworden. Und auch er warnte, ähnlich wie Orwell, vor der kollektiven Identität und dem Missbrauch bis hin zum Totalitarismus und Terrorismus, falls auf die Gefahren nicht angemessen reagiert wird. Big Brother ist eben doch nicht nur eine Unterhaltungsshow. Glaubte Orwell noch, die Menschen müssen gefügig gemacht werden, so bewahrheitet sich eher die Denke von Ray Kurzweils Prognose aus den 90ern, dass wir aus Bequemlichkeit in die totale Abhängigkeit geraten. Die Steigerung der Effizienz führt weg von aufwendiger Fremdausbeutung zu einer sehr viel produktiveren Selbstausbeutung. Wir sind nicht Kunde, sondern das Produkt, schreibt sinngemäß der jetzt am kommenden Sonntag mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels auszuzeichnende Informatiker Jean Lanier in seinem Buch »Wem gehört die Zukunft?« Und da er die Risiken und der Digitalisierung für die freie Lebensgesellschaft des Menschen erkannt habe, wird in der Begründung zur Auszeichnung seine Wachsamkeit gegenüber Unfreiheit, Missbrauch und Überwachung ausdrücklich betont. Wer sein Buch kennt, wird allerdings bemerkt haben, dass ich nicht alle seine Auffassung teile, weshalb ich auf ihn nur als einen der wichtigen zeitgenössischen Warner aufmerksam machen möchte. Wie weit wir aber von Fair Trade entfernt sind, beschreibt auch sehr simpel der Philosoph Hahn. Die heutige digitale, vom Feudalismus des Mittelholter eingeholte Gesellschaft, ich zitiere ihn. Die digitalen Feudalherren wie Facebook geben uns Land und sagen, beackert es, ihr bekommt es kostenlos. Und wir beackern es wie verrückt, dieses Land. Am Ende kommen die Lehnsherren und holen die Ernte. Das ist eine Ausbeutung der Kommunikation. Wir kommunizieren miteinander und fühlen uns dabei frei. Die Lehnsherren schlagen Kapital aus dieser Kommunikation. Und die Geheimdienste überwachen sie. Dieses System ist extrem effizient. Es gibt keinen Protest dagegen, weil wir in einem System leben, das die Freiheit ausbeutet. Zitat Ende.
Mir erklärte mal jemand, was er so an Zombie-Filmen so schätzt. Nämlich, dass sie so unrealistisch sind und dadurch dieses Schauderige erträglich machen. Also, ich glaube, wenn wir uns mal einen Zombie so vor Augen halten, dann macht er, hat er dann irgendwie so schwache Muskeln, dann nimmt er den Kopf so nach vorne, die Schultern gehen nach vorne, die Arme hängen so vorne runter. Und dann gehen die in so kleinen, tippeligen, suchenden, tastenden Schritten, bewegen die sich vorwärts. Und wenn Sie das mal vor Augen halten und drücken dem Ganzen, dieser Figur, ein Smartphone in die Hand, dann wissen Sie, dass die Zombies schon längst unter uns sind. Tut mir leid, dass Sie das jetzt jedes Mal denken werden, wenn Sie wieder so jemanden sehen. Aber das ist halt Harald Duwe und ich bin sein Schüler. Das nannte er kritischen Realismus. Ja, Orwells Roman wurde dieses Jahr wieder in Bestsellerlisten geführt. Und wenn man sich die Motive seines Protagonisten Winston Smith anschaut, dann fällt natürlich eine Parallele auf. Bei ihm war es so, dass ihm Zweifel bei der Arbeit im Ministerium der Wahrheit über sein Tun und die Richtigkeit seines Tuns kamen. Und mit Tagebuchnotizen hielt er die Erinnerung fest, die dann irgendwie ihm aufzeichnen, was für eine Diskrepanz zu der Geschichtsschreibung entstand mit der Zeit. Und das brachte ihn dann in die Situation, die seinen Untergang dann bedeutete, am Ende mit der Untergrundbewegung Kontakt aufzunehmen. Ich erkannte, dass ich Teil von etwas geworden war, das viel mehr Schaden als Nutzen brachte. Und das Zitat ist von Edward Snowden. Und diese Zweifel hatte er bereits 2007. Im vergangenen Jahr ging er im Bewusstsein der persönlichen Konsequenzen für ihn damit an die Öffentlichkeit, weil er es nicht mehr mit seinem Gewissen vereinbaren konnte, wie die US-Regierung die Privatsphäre, die Freiheit des Internets und grundlegende Freiheiten weltweit mit ihrem Überwachungsapparat zerstört. Weiteres Zitat von ihm. Seit der Auswertung und sukzessiven Veröffentlichung seiner Enthüllung vergeht kein Monat mehr, der uns nicht aufzeigt, wie weit die Überwachung über unser bisheriges Vorstellungsvermögen schon hinausgewachsen ist und sich auf alle gängigen Kommunikationstechniken erstreckt. Der Begriff Whistleblower ist inzwischen schon sowas wie eine Berufsbezeichnung. Doch trotz des überbordenden Ausmaßes gibt man sich eher erstaunt und allenfalls zurückhaltend empört. Denn Geheimdienste tun ja nun mal genau das, was Geheimdienste so tun. Aber wir machen kräftig mit. Wie es bei Dave Eggers in dem jetzt gerade erschienenen Buch, das so als die Weiterentwicklung oder das zeitgemäße 1984 von Orwell besprochen wird, The Circle. Ein Buch über Totalitarismus der Transparenz in der Weböffentlichkeit, aus dem es kein Entrinnen mehr gibt. Das Mitarbeitermotto des gleichnamigen Apple, Google, Facebook, Twitter-Konzerns lautet etwas überzeichnet, dass Geheimnis Lügen sein und Privatleben Diebstahl bedeutet. Nun bin ich als ehemaliges Internatskind nicht gerade sonderlich empfindlich, was meine Privatsphäre angeht. Aber die Tyrannei der Algorithmen, die bereitet mir auch schon etwas Unbehagen, da ich das Gefühl bekomme, nicht nur objektiv, chaotisch und überraschend auf Dinge im Internet zu stoßen, sondern gefiltert, optimiert und wie in einem Kokon von unsichtbarer Zauberhand geführt zu werden. Wir wissen um die Psychoexperimente auf Facebook. Und daher war ich auch nicht einmal überrascht, als ich bei einem geschäftlichen Treffen auf dem Reeperbahn-Festival meinen Gesprächspartner, kurz nachdem wir auseinandergegangen waren, gleich auf Facebook als Freund empfohlen bekam. Geolocating hat Facebook mitgeteilt, dass sich da zwei Handys getroffen haben. Noch spannender ist aber, was Facebook schon weiß, bevor wir es selbst überhaupt wissen. Natürlich wertet Facebook alle
seine Kommunikationsverfahren und seine Nutzer aus und kann aufgrund der hohen Fallzahl die kleinsten Veränderungen sofort richtig interpretieren. Da haben Sie selbst noch gar nicht darüber nachgedacht. Also wenn Sie irgendwann mal Ihren Beziehungsstatus ändern sollten, Facebook wusste das schon längst. Ja, Ihre Freunde erfahren es zuletzt, aber gut, dass Sie das auch mal mitkriegen. Auch Amazon versteht sich ganz gut auf den Umgang mit der Transparenz, auch wenn eine ARD-Reportage sie auf sehr klassische Weise enthüllen musste. Auf besonders naive Kommentare über die Beschäftigung dieser Neonazi-Ordner des Unternehmens hatte ich mich bei unterschiedlichen Seiten im Rahmen des dann ja ausgesprochenen Shitstorms auch beteiligt. Und am nächsten Morgen kam einer meiner Mitarbeiter auf mich zu und sagte, hey Frank, ich habe gerade bei Amazon angerufen und wollte, dass Sie unseren neuen Künstler hochladen, ein paar Tage vor dem eigentlichen Termin, so als Gefälligkeit, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben, da Vorverkäufe zu generieren. Und er soll die Antwort bekommen haben, warum sollen wir denen den Gefallen tun? Hast du nicht gelesen, was dein Chef heute Nacht geschrieben hat? Sie haben ihm den Gefallen trotzdem getan. Und ich war sehr beeindruckt, dass trotz der Datenflut eines Shitstorms betriebsintern die Zuordnung so gut und reibungslos funktioniert. Aber es bedarf nicht einmal eigener Aktivität im Internet. Mit der zweitgrößten Übernahme seiner Firmengeschichte hat Google den Hersteller von Rauchmeldern und Heizungsthermostaten Nest für 3,2 Milliarden Dollar zu Jahresbeginn gekauft. Ziel sei es, wichtige Haushaltsgeräte neu zu erfinden, erklärte Google ganz den Trend des Internets der Dinge. Und der automatisierte Haushalt wird vermutlich auch schon sehnsüchtig erwartet. Die Nest-Kooperation mit den Armbandmessgeräten von Jawbone und einer Bank wird übrigens so angepriesen. Gesundes Leben ermöglicht gesunde Finanzen. Im Juni folgte dann für 555 Millionen Dollar Googles Übernahme des Überwachungskameraherstellers Dropcams. Jetzt kann nichts mehr schiefgehen mit unserer Gesundheit in unserem Smart Home der kommunizierenden Haushaltsgeräte. Selbstoptimierung wird das genannt. Und verdächtig ist der beziehungsweise Kredit- oder Krankenversicherungsunwürdig derjenige, der nicht ausreichend Daten hinterlässt. Und wie das mit der Datenweitergabe funktioniert, wissen wir jetzt ebenfalls. Denn letzten Monat wurde bekannt, dass Yahoo von der US-Regierung zur Herausgabe von Millionen von Nutzerdaten in einem Geheimprozess unter Androhung einer täglichen Geldbuße in Höhe von 250.000 Dollar gezwungen wurde. Transparenz darf nicht die Entrechtung des Menschen umfassen, denke ich mal, dass Sie mir da alle zustimmen werden. Diesen Gedanken assoziiere ich mal mit einem weiteren Zitat von Hahn. Der unsterbliche maschinelle Mensch, den der Posthumanisten wie Ray Kurzweil vorschwebt, wird kein Mensch mehr sein. Vielleicht werden wir irgendwann mit Hilfe von Technik Unsterblichkeit erlangen können. Dafür werden wir aber das Leben verlieren. Wir werden Unsterblichkeit erreichen um den Preis des Lebens. Zitat Ende. Da ist er wieder. Der Untote. Der Zombie. Wieso interessieren uns die Persönlichkeitsrechte eigentlich erst seit wir wissen, dass die Bundeskanzlerin abgehört worden ist? Das ist doch eigentlich normal, oder? Statt Protesten gegen Überwachung entblößen wir uns aus freien Stücken. Wir wähnen uns in Freiheit und sind uns unserer Unterworfenheit nicht einmal bewusst. Statt gemeinsam gegen diese neue Ordnung zu rebellieren, reagiert die Gesellschaft gassierend mit individuellen Depressionen und persönlichem Burnout. Jeder gegen sich selbst. Und schon greift die nächste Stufe der Selbstoptimierung zu. Da wird uns dann ja auch geholfen. Und wie so häufig bewegt sich die Kunst an diesen Abgründen, meist freiwillig, um uns zu spiegeln, manchmal unfreiwillig und isoliert, wenn sie angegriffen wird. Paul Klee hat schon mal sehr dramatisch vor 90 Jahren, ist also ganz lange her, anlässlich einer Bauhausausstellung, wo das dortige, die gemeinschaftliche Arbeit der Bauhausleute vorgestellt werden sollte, hat er die Worte mit den Worten geschlossen, uns
trägt kein Volk. Und er konnte damals natürlich und hat auch gar nicht die Absicht, in die Zukunft zu gucken. Es hat sich da ja nicht so viel geändert. Aber was er nicht ahnen konnte, ist, dass die Generalversammlung der Vereinten Nationen ein Schutzrecht in die Menschenrechte mit eingebaut hat. Ich lese das mal ganz kurz vor. Jeder hat das Recht auf Schutz der geistigen und materiellen Interessen, die ihm als Urheber von Werken der Wissenschaft, Literatur oder Kunst erwachsen. Recht einfach. Das nicht justiziable Menschenrecht ist dann in ein justiziables Recht gemündet und das spricht vom Schutz des geistigen Eigentums. Wie kann man in der deutschen Sprache hier die Wurzeln auf die Eigentümlichkeit eines solchen Werkes verstehen? Der internationale Begriff Intellectual Property weist aber eher in eine andere Richtung und die heißt Besitz. Und bekanntlich kann man etwas besitzen, ohne dass es einem gehört. Kommen wir nochmal auf die 84er Künstler, zum Beispiel Prince, der sich Slave auf die Backe schrieb, sich plötzlich Symbol nannte oder Tough Cup als Abkürzung für The Artist from Unknown as Prince oder schlicht einfach auch nur The Artist. Oder auch George Michael, der sich vor Gericht darüber beklagte, dass jede Putzfrau ihren Arbeitgeber selbst bestimmen kann und auch kündigen kann, während er hingegen einen Vertrag unterschrieben hatte, dessen Tragweite er gar nicht übersehen konnte und auch gar nicht wusste, an wen dieser Vertrag verkauft wird und für wen er künftig arbeiten muss. Die britische Statute of Anne von 1710 gilt als eines der ersten Gesetze, damals vom Souverän großzügig herausgegeben, und das sollte die Druckerprivilegien ablösen und war trotzdem nach eigentlich mehr doch ein Schutz der Verleger. Und deswegen heißt es im englischen Recht auch Copyright, also Kopierrecht. Die Idee eines unveräußerlichen Urheberrechts entwickelten die naturrechtlichen Philosophen des Kontinentaleuropas, wovon sich heute unsere Rechtsauffassung zumindest teilweise ein bisschen was abgeschaut hat und wir jeden anderen Umgang auch als sittenwidrig empfinden würden. Und vor dem Hintergrund wird vielleicht auch deutlich, warum im Internet die Konfliktlinie zwischen YouTube, der 100% Tochter der mittlerweile wertvollsten Marke der Welt, und der GEMA als der stärksten Autorenvereinigung der Welt verläuft. Wenn es aber nur ums Geld ginge, hätte ich das gar nicht angesprochen, denn es geht bei diesem Streit um was anderes, nämlich um die individuelle Betrachtung eines Werks. Und an dieser Stelle wird deutlich, dass das Urheberrecht eine Geschwisterschaft zum Persönlichkeitsrecht hat. Durch einen Musterprozess versucht die GEMA, einige wenige Werke der Zwangsvermarktung durch YouTube zu entziehen. Die Sperrung einer Vielzahl von Werken mit Sperrtafeln und Schuldzuweisungen an die GEMA ist die hinlänglich bekannte Antwort darauf, auf die viele User hereingefallen sind und GEMA-Bashing betreibend den Zusammenhang nicht mehr erkennen können. Das verleitet die Ingenieure der künstlichen Intelligenz ja gerade dazu, uns Menschen weismachen zu wollen, die Technik könne einzelne Werke gar nicht schützen. Sind wir so blöd? Wohl kaum. Bei genauem Hinsehen fällt nämlich etwas ganz anderes auf. So verspricht Google in seinen Unternehmensgrundsätzen, den Nutzern Gesuchtes schnell auffindbar zu machen. Das hundertprozentige Tochterunternehmen macht hingegen Selbstverständliches unauffindbar und setzt Sperrtafeln sogar noch propagandistisch ein. Den Gepflogenheiten eines in Hamburg sogenannten ehrbaren Kaufmanns entspricht das irgendwie nicht. Von einem meiner Geschäftspartner erfuhr ich die Geschichte eines deutschen Erfinders, der aufgrund eines Patents eine Einladung nach China erhielt. Und er wurde da am Flughafen abgeholt und mit großem Tamtam, große Delegation, mit Fahrzeugen, mit Standarte, wurde er zu seinem Gastgeber gebracht. Der empfing ihn auch erstmal mit einer ehrenvollen Zeremonie und ließ auch keinen Zweifel, also an der Bewunderung, also für das, was der deutsche Erfinder da geschaffen hatte. Und dann versteinerte das Gesicht des Deutschen, als er das fertige Produkt des Chinesen sah. Und während der Chinesen noch auf die Verbesserungen, die er da
angeführt hatte, freundlich hinwies, rief der Deutsche schon seinen Anwalt ein. Das ist Lost in Translation, wie es auch angenehmer sein könnte. Also auf dem einen Erdteil ausgerechnet in einer Kollektivgesellschaft die Verehrung des Individuums als Meister. Und auf einem anderen Erdteil in einer ausgesprochenen Individualgesellschaft die Pauschalisierung zur einfacheren Vermarktung. Irgendwie ist das widersprüchlich. Da stehen uns gerade im Hinblick auf den bevorstehenden 3D-Druck die Kreativen und Künstlern aller Gattung noch einige Herausforderungen bevor. Hier nur kurz zum Stand der Technik, wie sie nicht mal Douglas Adams hätte vorhersehen können, der uns nämlich am Restaurant am Ende des Universums noch ein Tier präsentiert hat, das sprechen konnte und darauf hinweisen konnte, dass es seinen einzigen Lebenszweck darin sieht, doch bitte gegessen zu werden. Seit 2012 arbeitet das Startup Modern Meadow aus Missouri daran, Fleisch aus dem 3D-Drucker zu machen. Das wird sicherlich noch ein bisschen dauern, bis das einigermaßen schmeckt, aber dessen Gründer, den traue ich das zu, weil sie nämlich bereits mit ihrem Unternehmen Organo-Gewebe für medizinische Zwecke herstellen. Und Implantate und Prothesen aus dem 3D-Drucker sind inzwischen auch schon sehr geläufig. Im Frühjahr dieses Jahres druckte das Unternehmen Winsun aus Shanghai innerhalb eines Tages 10 Häuser mit einer Gesamtwohnfläche von 200 Quadratmeter aus einem 3D-Drucker. Gefüttert wurde der Drucker mit Bauschutt und Industriemüll, womit der Kaufpreis für ein solches Haus bei ungefähr 4.000 Euro liegt. So gern wir heute von Nachhaltigkeit sprechen, müssen wir jedoch erkennen, dass disruptive Geschäftsmodelle ebenso wie innovative Technologien unsere vertraute Welt im Handumdrehen verändern können. Und da ist es nur normal, dass aus einem Land, in dem ein Gesundheitswesen von einem großen Teil der Bevölkerung als sozialistisch betrachtet wird, unsere soziale Marktwirtschaft durch neoliberale Strategien unterlaufen wird. Effizient wird von unten aufgerollt. Erst die vermeintlich kleine Gruppe der Kreativen, dann die Dienstleister, wie man das jetzt an der App Uber ganz gut erkennen kann. Demnächst werden es die Handwerker sein und dann wird es der ganze Mittelstand sein. Wer versäumt hat, in die neue Währung Big Data zu investieren, wird raus sein. Ganz geschickt, wer sich das sogar bezahlen lässt. Denn zum Beispiel bei dem Social Engineering, so nennt man das, einer Partnerbörse, die müsste ja eigentlich wegen Kundenschwund pleite gehen, würde sie das halten können, was sie verspricht und den idealen Partner ausfindig machen können. Sharing Economy ist ein solches Zauberwort, das mit dem herkömmlichen Teilen eigentlich überhaupt nichts zu tun hat, sondern eigentlich die Totalkommerzialisierung unseres Lebens im Sinne hat. Und eigentlich ist es ganz harmlos, denn eigentlich geht es nur weg vom Besitz hin zum Mieten. Nichts Tragisches. Die Verantwortung für Besitz nervt doch sowieso. Und weil Verantwortung so nervig ist, sorgt man am besten dafür, sie weit von sich zu weisen. Ganz einfach. Man ist nicht das, wofür man gehalten wird. Ob Entertainment-Anbieter, Versandhändler, Dienstleister und was sonst auch immer, man ist ja was Neues, nämlich Plattformen. Gut, dennoch bin ich nur mäßig beunruhigt über diese Entwicklung, lese ich doch klar und deutlich in dem Buch Die Vernetzung der Welt von dem Executive Chairman von Google, Eric Schmidt, und dem Direktor von Google Ideas, Jaron Cohn, zitiere, unsere Kommunikationstechnologie ist von Anfang an auf einen Eingriff in unsere Privatsphäre angelegt. Und im nächsten Satz, ohne Regulierung sind unsere Daten daher Freiwild. Und ein paar Seiten später wird die Vermutung geäußert, wenn demokratische Staaten neue Gesetze zur Regulierung dieser neuen Entwicklung verabschieden, wird sich sogar ein Fortschritt einstellen mit einem gestärkten Gesellschaftsvertrag und einer effizienteren und transparenteren Gesellschaft. Nun kann sich Google wirklich hervorragende Vordenker leisten und sie werden tun, was wir sie tun lassen. Das ist deutlich ausgesprochen. Hier wird an einer Technologie gearbeitet und nicht an einer Ethik. Da wundert es auch nicht, dass die bei den Kreativen so begehrte Marke Apple im vergangenen Jahr
den Big Brother Award in der Kategorie Arbeitswelt bekam für seine besonders dreiste Form der Videoüberwachung seiner Mitarbeiter. Es braucht also entsprechend hervorragende Politiker und großartige Juristen, um in die richtigen Bahnen lenken zu können. Also so etwas wie Douglas Adams unwahrscheinlicher Unwahrscheinlichkeitsdrive, damit das Unwahrscheinliche wahrscheinlich gemacht werden kann. Solange jedoch die Geheimdienste als verlängerter Arm der Politik diese Technologie zum Machterhalt nutzen, werden wir mittelbar, ob sie das mittelbar oder unmittelbar tun, werden sie die Technologieunternehmen fördern und wir werden uns auf den Machtmissbrauch einstellen können. Es sind nämlich die Menschen, die eine Technologie nützlich oder schädlich machen. Niemals die Technologie selbst. Das haben wir also selber in der Hand. Seit Menschengedenken müssen wir immer wieder etwas Neues erfinden, um uns aus dem Schlamassel zu befreien, den wir mit den vorangegangenen Erfindungen uns gerade angerichtet haben. Das Tempo der Erfindungen, wissen wir alle, hat in den letzten 100 Jahren eine rasante Steigerung erlebt. Und der Rückblick auf 1984 macht deutlich, dass wir nur sehr knapp einer technologischen Möglichkeit zur Selbstzerstörung entronnen sind. Es wird also bei den Herausforderungen heute und in der Zukunft besonders darauf ankommen, ob wir in der Lage sein werden, uns auch ethisch so rasant weiterzuentwickeln, um mit den technischen Fortschritten auch mithalten zu können. Was moderne Technologie zum Beispiel in den Händen absolutistischer Glaubenskrüger zur Erzeugung rückständiger Gesellschaften anrichtet, das erleben wir ja jetzt ja gerade jeden Tag. Die Widersprüchlichkeit des Menschen macht ihn so unberechenbar. Das Selbstzerstörungsthema unserer Tage heißt natürlich globale Erwärmung. Aber was ist los mit der Spezies Mensch, die seit ihrer Existenz für das Artensterben verantwortlich ist und sich dann auch noch gegenseitig massakriert? Nun ist die größte Katastrophe unseres Planeten ein Asteroideneinschlag gewesen, der dazu führte, dass die Dinosaurier alle ausgestorben sind und als kleiner Nebeneffekt uns den Lebensraum für die Entwicklung von Säugetieren gegeben hat. Als einzige Spezies dieses Planeten werden wir eines Tages in der Lage sein, ein solches Ereignis zu verhindern. Seit 2012 erforscht unter der Leitung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt das EU-Projekt NEOSCHALT. NEO steht nicht für neu, sondern für Near Earth Object. Jedenfalls solche Abwehrmethoden. Und vielleicht wird dabei sogar die zerstörerische Kraft einer Atombombe sogar nochmal einen guten Nutzen haben, um da eben eingreifen zu können. Und wir können uns dann als die Retter der Arten feiern. So eine nette Perspektive. Im ersten Semester meines Kunststudiums wurde uns die Aufgabe gestellt, die Stofflichkeit eines Gegenstandes abzubilden. Und da wählte ich mir ein Papiertaschentuch aus, weil ich glaubte, dass das schwer war. Aber es war gar nicht schwer, weil ich habe nur Licht und Schatten gesehen. Und schon hatte ich das Unverwechselbare dieser Stofflichkeit auch richtig erfasst. Nun lässt sich diese Art des Sehens eigentlich auf so ziemlich alles anwenden und öffnet natürlich damit den Blick aufs Ganze und seine Details. Wo jedoch zu viel Schatten ist, kann man schwer was erkennen und wer immer in die Sonne guckt, wird blind. Weder das Internet noch etwas anderes kann ausschließlich segensreich oder ausschließlich gefährlich sein. Zu Recht sehen wir vor allem die Gefahren. Lesen in der Zeitung die Skandale und die menschlichen Abgründe. Warnen vor schlechten Erfahrungen, machen uns Sorgen und bewältigen Probleme. Wie auch erst der Schatten den Dingen seine Kontur und seine Stofflichkeit gibt. Die Zweifler in The Circle erkennen, dass der dämlichste Mist nun die Welt beherrscht. Und das nimmt für die kein gutes Ende. Um meinen Vortrag aber wenigstens zu einem guten Ende zu bringen, möchte ich als sozusagen Zukunftsperspektive der Ethik auf die Sprünge helfen und ein scheinbares Paradoxon vortragen. Das Glaubensbekenntnis eines Atheisten, die von Michael Schmidt-Salomon säkulierte Fassung eines religiösen Textes. Da brauche ich meine Brille. Das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, weil es ja ursprünglich ein religiöser Text war. Ich glaube an den Menschen, den Schöpfer der Kunst und Entdecker unbekannter Welten.
Ich glaube an die Evolution des Wissens und des Mitgefühls, der Weisheit und des Humors. Ich glaube an den Sieg der Wahrheit über die Lüge, der Erkenntnis über die Unwissenheit, der Fantasie über die Engstirnigkeit und des Mitleids über die Gewalt. Ich verschließe nicht die Augen vor den Schrecken der Vergangenheit, dem Elend der Gegenwart, den Herausforderungen der Zukunft. Aber ich glaube, dass wir bessere Wege finden werden, um das Leid zu vermindern, die Freude zu vermehren und das Leben zu bewahren. Ich glaube an den Menschen, der die Hoffnung der Erde ist, nicht in alle Ewigkeit, aber für Jahrmillionen. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, in der Hansestadt ist vorgestern ein Gesetz in Kraft getreten, das sogenannte Transparenzgesetz. Und Hamburg übernimmt damit eine Vorreiterrolle. Hamburg ist ja auch der Deutschland-Geschäftssitz für die Facebook, Twitter, Google-Unternehmungen. Und Hamburg verfügt auch über den wahrscheinlich genauesten und schärfsten Datenschutzbeauftragten der Republik. Ein guter Ort, um Zukunftsfragen zu diskutieren. Die Hamburger Clubstiftung hat in ihrem Clublexikon für die U4 einen Toilettenspruch fotografiert, der eigentlich in einem einzigen Satz das sagt, was meiner langen Rede Sinn ist. Am Ende wird immer alles gut. Ist noch nicht alles gut, dann ist es noch nicht das Ende. Ja, ich kann nur sagen, toll. Das war der ideale Vortrag für unsere Reihe. Es war ein gewaltiges, imposantes, rasantes Panorama unserer Gegenwart. Und ich habe selten einen Vortrag erlebt, der gleichzeitig so bewegend und so amüsant und zugleich so ernst und so heiter war. Ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank.